Nein. Danke, ich rieche den Schweiß bis hier. Ja. So nämlich. Ich rieche den Schweiß bis hier. Guck mal, May Ultras, schau mal. E-Ranger, du hast mich auch nicht trainiert, E-Ranger. Du hast mich nicht gut trainiert, einfach, ne? Ah, oh, Feldi hatte mit den Füßen getippt. Oh, Vince, komm, komm. Wir nehmen uns mal kurz 2 Sekunden zum Trauern. Ja. Reicht Danke. Dann auch wieder. Gut, alles klar. Gut. Das war jetzt ein etwas kürzeres Spiel. Das nächste ist auch etwas kurz. Leider, ich habe euch ja schon gesagt, die sind immer im Wechsel gebaut. Jetzt musstet ihr nichts wissen, sondern was leisten. Jetzt müsst ihr leider wieder ein bisschen was wissen. Och, hätte ich doch mal. Also doch kein Spiel für mich mit dabei. Doch, ist es. Das kommt doch. Nein. Nein. Kommt aber noch. Also. Ich hab dich im Visier, Junge. Folgendes. Dieses Spiel ist tatsächlich keins von mir. Muss ich ehrlicherweise gestehen. Dieses Spiel habe ich vom Konzept her geklaut. Illegalerweise. Entwendet einem anderen sehr, sehr erfolgreichen, im Spielshow erfolgreichen Quintett mit P. Weiß keine Sau. Ist das ein Spiel? Nein. Es ist ein Spiel von Pietsmeet. Es ist, sie haben es aber sehr merkwürdig genannt. Sie haben es genannt, ich habe es richtig, aber ich habe es falsch. Ich nenne es gewusst, nicht gewusst, weil ich den Namen etwas griffiger und kürzer finde und vor allem hätte der andere Titel gar nicht in dieses Feld gepasst. Problem ist folgendes. Ich stelle euch jetzt gleich Fragen. Ihr müsst jetzt auch nichts schreiben, ihr antwortet verbal. Ja? Ihr antwortet einfach verbal. Ich lese die Fragen erst vollständig vor und die sind nicht so schwierig, aber das Problem ist, ihr müsst mir so antworten, dass die Antwort theoretisch richtig sein könnte vom Prinzip der Antwort, also vom Semantischen her, für die, denen das was sagt. Aber sie soll syntaktisch, also inhaltlich falsch sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich gebe euch ein Beispiel. Ist ein bisschen schwierig, aber wenn es mal geschnallt hat, geht's. Wenn ich euch frage, um wie viel Uhr beginnt ein neuer Tag? Was wäre dann eine Antwort, die ich akzeptiere? Okay. Also 0 Uhr zum Beispiel darfst du nicht sagen, weil das wäre ja richtig. Was du aber nicht sagen darfst, ist mittwochs, weil das ist keine Uhrzeit. Ich habe ja um wie viel Uhr gefragt. Also antwortest du zum Beispiel 3 Uhr morgens. Das wäre okay. Okay? Woher weiß ich, dass ich gut bin? Also wenn ich jetzt zum Beispiel 23:59 sage, ist das besser als 3 Uhr? Ja, das ist nicht besser oder schlechter. Es geht hierbei nämlich darum, das wäre ich jetzt noch zugekommen. Ich wollte nur erstmal wissen, ob ihr den Teil verstanden habt. Ja, Punkteverteilung ist nämlich so, ihr seht vielleicht unten schon, da sind jetzt so kleine dunkle Pünktchen. Ja, die können sich nach und nach füllen. Ich mache es jetzt mal am Beispiel von Vince, aber das bei jedem von euch dann gleich. Ja, also das sieht dann so aus. Ja, bis zu 6 Stück insgesamt. Ja, je nachdem, wie viele Fragen ihr richtig beantwortet, also richtig falsch beantwortet, ja, bekommt ihr einen so einen Punkt und ihr kriegt am Ende dann das Anzahl der Punktefache eurer abgestimmten Punkte, also eurer invertierten Prozentpunkte. Also, wenn zum Beispiel 50 Punkte sein sollten, Vince, und du hast jetzt, sagen wir mal, du hast 3 Fragen beantwortet, also korrekt beantwortet, nach System korrekt, und du hast 50% der Votes gekriegt, dann kriegst du 150 Punkte für dieses Spiel. Wir spielen davon aber tatsächlich auch nur einen Durchlauf, also ihr dürft alle einmal und dann ist gut. Ja? Okay. Soweit verstanden. Ich mache nochmal eine Testfrage, weil ansonsten ist es womöglich ein bisschen wirr. Ich mache nochmal eine Testfrage. Wenn ich euch frage, in welchem Land steht der Eiffelturm? Spanien. Spanien würde ich nehmen. Das wäre ein Punkt. Ach, okay. Es geht um Schnelligkeit. Cool. Ja, es geht um Schnelligkeit. Insgesamt sind es nämlich nur 20 Sekunden. Es geht um Schnelligkeit. Okay, wir probieren es einfach mal aus. Es geht um Schnelligkeit. Also müssen wir einfach reinschreien? Nacheinander. Wir starten mit Vince, gehen dann weiter zu May, Jon und dann zu Andi. Dann kapiere ich es auch nicht so. Okay. Pass auf, guck mal, man sieht es jetzt relativ deutlich. Guck mal, Vince leuchtet rot. Das heißt, ihm stelle ich jetzt die Fragen und nur er antwortet in den 20 Sekunden. Okay. Je nachdem, wie viele er schafft, füllt sich seine Leiste. Okay. Dann kommt May, dann kommt Jon, dann kommt Andi und ihr dann separat nacheinander, ja? Wir können auch gerne die Reihenfolge tauschen, ich kann hier ja durchskippen. Ich kann nur leider immer linear von links nach rechts wechseln. Okay. Hier, Party, LED-Leuchtband. Lass mal den Jon anfangen, der hat so viele Punkte. Machen wir das. Finde ich eine gute Idee. Also, okay. Wir machen allerdings vorher noch eine kleine Chat-Abstimmung, denn ich möchte von euch vorher wissen, für wen seid ihr? Abstimmung läuft! Chat. Muss ja immer ein bisschen warten und jetzt mache ich auch den Dings an. Und jetzt könnt ihr wieder. Ich wette mit. Ich glaube, ich weiß schon, wie das...
Oh, Alter, was war das denn? Ab, das war hier Special Effects, ey. Ah, ja, 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 ja. Ich kann hier auch Putty. Guck mal hier. Leon, dankeschön. Dankeschön für deinen Sub. So, damit haben wir ein Voting. Mhm. Und ich hoffe, ihr habt immer im Kopf, was ist. Wie gesagt, ich lese erst vollständig vor und dann sagt ihr einfach. Bitte so deutlich, dass ich es verstehen kann. Und ach so, noch eine Info. Es liegt auch dann ein bisschen in meinem spontanen Ermessen, was ich gelten lasse und was nicht. Okay? Also wenn ich irgendwie eine Regel auslege, wenn ihr was anders auslegt als ich, dann seid bitte so sportsman-like, sag ich mal, dass so nach dem Motto der Schiedsrichter entscheidet. Okay? Ich versuche aber keine Punkte weg. Du siehst dann extrem hübsch aus. Ja, ne, ich lese einfach, wenn du was gegessen hast, du siehst, da kommt einfach die nächste Frage direkt. Das ballert aufeinander, solange die Zeit läuft. 20 Sekunden sind's. Bist du ready? Ich frage das deswegen, weil du musst dich da jetzt mental vorbereiten. Ich mich auch im Übrigen. Gut, okay, ihr anderen bitte still, lasst ihn machen. Ja. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Knusper, knusper, Knäuschen, wer knabbert an mein Gebäude? Richtig oder falsch? 1 Kilo sind 500 Gramm. Falsch. Richtig. Welcher Vogel bringt die Kinder? Amsel. Wie viele Flügel hat ein Vogel? 3. Wer? Okay, brauche ich nicht vorlesen. Zeit reicht nicht. Das war aber nicht schlecht. Die erste Antwort zählt. Die erste Antwort zählt, Feldi. Du hast dich nochmal korrigiert, aber die erste habe ich dir gehabt. Muss ich leider gelten lassen. Das, was du als erstes sagst. Aber das waren immerhin 3. Also je nachdem, wie viel Prozent für dich gewotet haben, kriegst du das Dreifache davon. Ist doch schon mal nicht schlecht. Wer will als nächstes? Vince hat sich schon bereit erklärt, habe ich gehört. Was? Die Okay, let's go, komm. Bringen wir es hinter uns, ey. Oder nee, komm, machen wir einfach die Rangfolge rückwärts, weil am nächstmeisten Punkte aktuell hat Andi. Deswegen kommt er jetzt dann als nächstes. Bist du ready? Die nächste Frage übrigens wäre gewesen, wer ist beim Schach der wertvollste Spieler? Die ist aber jetzt nicht mehr mit dabei. Dann würde ich sagen, 20 Sekunden laufen, ab jetzt. Was verkauft ein Fischhändler im Regelfall nicht? Pinguine. In welchen Fluss fließt der Main? Frankfurt. 6x6 ist? 59. Ein Schal wickelt man sich üblicherweise um den? Wengel. Ein Tag ist es hell, nachts ist es? Semidunkel. Na, okay, würde ich auch nicht nehmen. Ich werde tatsächlich dir noch einen Punkt geben wegen dem Pinguin, weil ich dann erst. Nee, warte mal, stimmt ja gar nicht. Kann ich nicht. Sorry, darf ich nicht. Was verkauft ein Fischhändler nicht, war die Frage, und du musst etwas antworten, was reinpasst. Das heißt, du darfst halt echt nur Fische sagen. Oder irgendeine Fischart. Ein Hai, zum Beispiel. Ach, Hai. Oh, scheiße, sorry. Ja, verstehst du, was ich meine? Deswegen war ich gerade eben kurz am Struggeln, habe überlegt, warte mal, Pinguin, und dann ist mir einfach das ist ein Vogel, bin ich dumm? Das war meine Taktik. Genau, der Main. Nee, ist es auch nicht. Frankfurt ist halt kein Fluss, wa? In welchem Fluss mündet der Main? Der Rhein? Nee, was habe ich gesagt? Das war die Frage, ich weiß schon wieder. Main war es, ne? Der Main. Frankfurt ist ja kein Fluss, ne? Tags ist es hell, nachts ist es übrigens tatsächlich. Ist gut, dass das außerhalb der Zeit war, weil deine Antwort wäre auch nicht zu gelten gewesen, weil du kannst nur hell sagen. Oder dämmerig hätte ich auch gelten lassen können, ja. Aber. Nachts ist es halt dunkel und deswegen wäre das nicht richtig, wäre das halt. Hey, jetzt mein Punkt, ich bin happy. Gut, als nächstes wäre dann Mail dran. Ja? Von den Punkten her. Weil du hast ja Punkte. Ja. Gut, bist du ready? Ja. Gut, dann fangen wir an. Los geht's. Wer versteckt die Eier an Ostern? Hühner. Was ist die beste Note in der Schule, die in Deutschland erreicht werden kann? 4. An welchem Tag gedenken wir Sankt Nikolaus? Geburtstag. Welche Nation gilt als Erfinder der Pizza? Polen. Das Geld, das gebe ich dir noch, und ich gebe dir tatsächlich auch den für Geburtstag, weil ich nicht spezifiziert habe, an welchem Datum. Habe ich nicht genannt, ich hatte das so im Kopf. Ich habe an welchem Tag gesagt und du hattest tatsächlich recht, weil Geburtstag kann ich zählen lassen. Ich hatte irgendwie im Kopf noch die Frage, dass ich das mit Datum formuliert habe. Habe ich nicht, dementsprechend kriegst du die Punkte. Was war mit dem Oster, mit der Osterfrage? Naja, der Osterhase, der Weihnachtsmann, der Nikolaus, das sind so diese Figuren. Ah, Hühner wäre keine Figur aus der Reihe gewesen. Also so habe ich das jetzt bewertet, ja. Idee mit dem Huhn verstehe ich, aber wie gesagt, wer bringt an Ostern die Eier? An die Feiertage, okay. Ne? Genau. Genau, das meinte ich vorhin mit Regelauslegung, deswegen. Gut, welche Nation gilt als Erfinder der Pizza? Wie gesagt, das habe ich dir noch gegeben. Vince, bist du ready? Mhm. Gut. Los geht's. Ergänze A, B, C, D, E, F. H.
Welcher Teil eines Fensters ist normalerweise nicht durchsichtig? Rahmen. Wie viele Jahreszeiten gibt es? Drei. Scheiße. Auf welchem Möbelstück sitzt man üblicherweise? Hocker. Ach scheiße, nee, den darf ich dir nicht geben, weil da sitzt man wirklich drauf. David, Alter, ich wollte mich bremsen. Ich dachte so, Möbelstück, ja, Schrank. Ja, auf dem Möbelstück, Alter. Ja, Schrank hättest du sagen können zum Beispiel. Schrank, Alter, ich sag mit Hocker. Mit den nicht richtigen Antworten geben, das ist echt schwierig, ne? Das ist sauschwierig. Ich gebe dir hier, Vince, das mit dem Fenster, der Rahmen ist halt nicht durchsichtig. Deswegen war die Antwort leider richtig. Ja. Drei Jahreszeiten gibt's denn sie? Wir haben auch zwei und eine. Ja, vier haben wir auch, aber fünf halt nicht. Aber hatten es gibt drei gesagt? Ja, aber drei gibt's doch auch. Ich hab drei gesagt, ja. Ach so. Das ist es ja. Es gibt doch auch drei Jahreszeiten. Verstehst du? Also ja, das. Aber man hätte fünf sagen müssen, mindestens. Zumindest fünf, genau. Ja. Das ist die Idee. Das Spiel ist nicht so einfach. Ich weiß. Aber es ist lustig. Es ist tatsächlich verdammt lustig und wir gucken jetzt mal. Ihr habt jetzt Round the Corner auf jeden Fall. Genau, du musst extrem ums Eck denken. Ich entmarkiere euch mal gerade. Und wir schauen uns jetzt mal an, wie das Voting aussieht. Vince hat ein Pünktchen gesammelt, May 3, genauso wie Feldi, und Andi hat zwei Pünktchen gesammelt. Das Voting ist relativ divers ausgefallen, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt. So sieht es nämlich aus. Ich glaube, Feldi, du hast dich vorhin mit deiner Schreibnummer relativ nach hinten buxiert bei den Zuschauern. Richtig unbedingt habe ich mich glaube, du hast so ein bisschen das Image von dir erzeugt. Nee, den müssen wir jetzt bremsen. Das geht aber nicht. Der kann nicht gewinnen. Oh, real, ey. Ja, komm, aber Karneval Nummer 5, Crisis. Nee, so fangen wir nicht an. Okay, einfach ein Five-Head-Game. Ja, total. Das ist ja der Plan. Gut, komm, dann applyen wir jetzt mal. Ihr kriegt das so und so Vielfache. Ich rechne es nicht aus. Schaut einfach selber, was passiert. Boah! May hat richtig vorgelegt in der Runde. Und dementsprechend, genau, dementsprechend, liebe Leute, gucken wir uns mal gerade ganz kurz die Hauptverteilung an. Natürlich ist es immer noch so, dass Jon in Führung ist, aber es ist tatsächlich ein kleiner Change passiert. May ist auf den zweiten Platz gerutscht mit 271 Punkten vor Andy und Vince mit 12 Punkten am Ende. 12, Quatsch, was ist denn? Wir stehen da 12. Das ist ja völliger Quatsch, 78 sind's. Warum steht da 12? Hä, das stimmt aber doch nicht. Was stimmt da nicht? Wieso steht bei dir 12? Nee. Bei dir steht 12. Nee, aber 78 hast du. Ach so. Hä? Stimmt, also du hast noch 78. Einfach mit. Ich glaube, die. Ich schreiben muss auf. Gegen mich das Spiel. Die Zahlen stimmen eh nicht überein, sehe ich gerade. Hä? Das ist ja ganz weird. Egal. Solange ich die richtigen Zahlen hier habe, ich kann euch jetzt schon sagen, also die Rangfolge stimmt auf jeden Fall. So. Ah, Werbung. Ist gerade Werbung. Ja, okay. Na, wenn gerade Werbung ist, dann wir können auch kurz mal. Wir haben aber jetzt, wie gesagt, das nächste Spiel ist wieder ein No-Brainer. Von daher, und das nächste Spiel, das ist tatsächlich auch ein kreatives Spiel. Von daher, wir können jetzt mal kurz eine Durchatmungs. Wir können mal kurz, wenn ihr wollt. Kurz um die Ecke. Wir können. Lass uns. Wir sind noch gerade im Talk. Also dann machen wir kurz ein Mini-Päuschen, können die Masse unterhalten. Direkt wieder Feldi wollten. Ja, guck mal. Siehst du? Feldi hat jetzt so richtig. Hallo. Ich bin so unbeliebt, ne? Ey, Alter, scheiße. Jetzt, wo das Spiel ist, für die ersten Punkte. Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja. Nach Hause. Den Sieg kann ihm niemand mehr nehmen. Und ich möchte beim Pinguin direkt wieder Feldi voten. Vor allem 5 Werbung. Ey, hast du da irgendwas eingestellt, Lukas? Nee, gar nicht tatsächlich. Nein, legit. Legit, ich habe nichts eingestellt dabei. Das geht ja gar nicht. Nee, das ist auch wirklich kacke, ja. Das ist, glaube ich, das twitcht ein bisschen aggressiv. Der auch was Falsches. Auch. Maliri hat geschrieben, dass bei mir in der ersten Runde auch was Falsches stand. Und schwach, Vince, schwach. Okay, dann hat sich da in dem Screen irgendwas. Hat sich in dem Screen vielleicht irgendwas. Niemand mehr nehmen. Ja, also der Sieg mit 0 Punkten, siehst du? Vince? Achtung, ich mach mal gerade ganz kurz. Die sieht wie immer schön aus. Adi, ich mach mal gerade ganz kurz einen Reload. Warte, Achtung, hier, ihr Lieben, im Stream, ihr seht jetzt kurz ein Flimmern. Ja, Power. So, der Chat ist leider jetzt leer. Ja, ich checke mal gerade ganz kurz, ob das mit den Punkten jetzt, ob die jetzt stimmen. Oh. Yeah. Nee, immer noch nicht. Yeah. Ja, nee, bei mir muss die Animation, hier läuft die Animation nochmal durch. Nee, aber leider auch nicht. So, Chat ist resettet. Bei euch nicht, hier im Stream gerade schon. Einmal Werbung. Das ist Standard. Oh mein Gott, das kostet jetzt die Liegestütze. Komm mal zurück zu uns. Zurück zu uns.
Ich guck mal gerade ganz kurz. Ich wollte vorher schon Liegestütze machen, bevor wir angefangen haben. Ach so, ja, ja. Oh, gesagt, ey, Leute, vielleicht gehe ich auch noch mal ganz kurz auf Pipi. Ja, machen. Komm, mach, ich schau mal gerade, was mit den Werbungseinstellungen ist, weil eigentlich habe ich das nicht geändert. Ja. Also ich glaube, das ist halt von Twitch aus, dass das so rein scheppert. Ja, kann gut sein, ich weiß es nicht. Warte mal, was habe ich denn hier eingestellt? Ja. Was ist Twitch ist da eskaliert. Aber ich meine, hey. Ich habe nichts umgestellt, ja, Leute. Ich hab niedrig eingestellt. Also wenig. Ja. Das von Twitch selbst, sagt Uranger. Ja, Twitch scheint gerade da einfach Bock zu haben, richtig hoch zu knallen. Ja, sorry, ihr Lieben, wenn ihr Werbung kriegt, ich schalte die nicht aktiv. Also ich mache das nicht tatsächlich. Das passiert halt. Ja, alles Twitch, gut. Twitch will gerade scheinbar. Genau, einfach ein Abo da lassen, habt ihr das Problem nicht mehr, richtig. Crisis MP3. Aber warte mal, aber ich möchte mal gerade ganz kurz gucken, weil da ist ja gerade eben noch mal was. Hier, Leon, vielen, vielen Dank für deinen Sub übrigens auch. Hab ich gerade eben noch gesehen. Und natürlich, ihr lieben anderen auch, die alle gefollowt sind, herzlich willkommen. Freut mich sehr, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Ich sag's gerne auch nochmal. Wir haben es vorhin zwar schon gesagt. Ja, Darth Sander, genau, so meine ich das. Wir haben es ja vorhin schon mal gesagt. Ich sag's aber jederzeit gerne auch nochmal. Mega, dass auch ihr da im Chat da seid, weil ohne euch wird das Spiel nicht laufen. Saustark. Ja, danke schön. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ja. Cool, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Ja, Daniel lacht Vince nur verzweifelt. Spaß! Ey, und Dankeschön auch an den Game Master hier, oder? Muss man auch mal sagen. So, Dankeschön an dich, Lukas. Absolut. Das ist auch extrem cool für deine Expertise. Also, hast du das, ich darf jetzt mal, hast du das wirklich alles programmiert? Oder wie macht man denn sowas? Ja. Das ist ja krass. Hast du damit was am Hut oder ist das nur ein Hobby? Also bist du da beruflich? Nee, ne? Ja, nee, ich bin in der Schule tätig als Lehrer. Aber ich bin halt Informatik, Musik. Das sind so meine zwei Steckenpferde quasi. Und ich bin in einem Grafikerhaushalt aufgewachsen. Also habe ich auch ein bisschen Ahnung von Layouting. Mega. Und, ich mache einfach Webdesign und Webprogrammierung und sowas. Mache ich halt jetzt einfach schon auch über 10 Jahre. Und krass. Deswegen habe ich da... bin ich da relativ stable, was das angeht und hab da auch Bock drauf. Es macht einfach Spaß. Ich mach sowas gerne und vor allem auch, für mich ist es einfach rewarding, dann am Ende auch das hier zu sehen, wie es funktioniert und dass es läuft. Ey, aber mega vielen Dank, ey. Das ist geil. Was? Sind alle nur wegen mir hier, ohne den Bus hätten... Danke, Bus mit Ohren, für deinen Einsatz. Sag denen doch, dass ich einen großen Teil dazu beigetragen habe. Ich lüge aber nicht, E-Ranger, ich lüge nicht. Aber wie sie das, das Backend ist doch nur, ja. Ist da, also Dankeschön, du brauchst Mary. Ja ein Design, um ein Backend zu haben, oder nicht? Entschuldigung. Nein, also das ist, wie gesagt, das ist das im Prinzip das Gleiche, was ihr seht, nur eine, etwas um die Seite. Also jetzt gerade aktuell sieht zum Beispiel die Streamview komplett anders aus, weil die Cams jetzt größer sind und der Chat an der Seite und so. Aber also bei mir auf dem Rechner läuft das Backend im Prinzip, jetzt gerade. Ich hätte aber theoretisch auch einen Server, aber das brauche ich gar nicht auf den Server schieben, weil... Es läuft ja bei mir eh. Na. Sehr nice gemacht. Ja, cool. Ja. Freut mich, dass es euch so gefällt. Ach, Leute. Freut mich. Mega. Vielen, vielen Dank. Bitte mehr von dem Format. Ja, dass ich dabei sein darf. Ohne Scheiß, ne? Mega ja, gut. Sau gerne. Cool. Ach, Leute. Ey, ich kann das aber nur zurückgeben. Stark, dass ihr das gemacht habt. Ich habe euch ja absichtlich ein bisschen im Dunkeln gelassen. Vielleicht versteht ihr jetzt auch eher, warum, weil ich dieses ganze Konzept noch nicht revealen wollte. Ich hatte Schiss ein bisschen so. Weiß ich. Weiß ich. Es tut mir auch sehr leid, Vince und ihr anderen. Wie gesagt, es tut mir wirklich leid. Ich hätte euch gerne mehr gesagt, aber wenn ich euch zu viel gesagt hätte, hätte es womöglich nicht mehr diesen... Oh, Effekt. Ich wollte halt, dass ihr den zusammen gleichzeitig mit dem Chat habt. Ja, ist auf jeden Fall gelungen. Ich hätte mega Bock auch noch, weil gerade geschrieben wurde, noch gerne mehr von dem, nochmal bitte. Gerne. Also ist ja noch nicht fertig, Leute, ne? Wir haben ja noch Spiele. So ist nicht. Also ist ja bald. Leute, es ist ja noch nicht vorbei. Aber für den Fall, dass wir das nochmal machen, muss ja auch nicht. Nicht, weil ich euch jetzt nicht haben will, aber ich sage, muss ja auch nicht mit immer demselben Panel sein. Kann ja auch mit rotierenden Gästen sein. Deswegen habe ich das vorher gesagt. Und der Gewinner bleibt. Ich wette, aber dann, das wird Feldi sein. Oh. Der Feldi wird dann herausgefordert. Aber ihr Lieben, so sieht das nämlich aus. Ja, das wäre auch ein geiles Format. Aber ihr Lieben, ich sag das deswegen, weil das ist dann natürlich nicht mehr Secret. Aber dann wissen es ja auch schon die Zuschauer. Weil wenn die kannst ja eh wieder einen Twist bauen, oder? Gehe ich mal von aus. Das Schöne ist, die Engine, die ich hier geschrieben habe, die das Ganze rumrum möglich macht mit Punkten und mit Layouting und Sync und sowas, die ist ja da, die hat am längsten gedauert und die einzelnen Spiele zu implementieren, da hatte ich teilweise 3 am Tag gemacht. Das geht richtig fix an. Ja, sehr geil. dann kann es ja auch, können die Leute das ja Team Battles, haben, Team, das habe ich tatsächlich, das ist eine gute Idee, das habe ich tatsächlich auch schon mal überlegt. Team Battle wollte ich tatsächlich auch mal machen.
hatte sogar überlegt, ein Spiel für den heutigen Abend zu machen. Das, aber das fand ich dann blöd, weil sonst alle gegen alle und dann auf einmal im Team, das ist irgendwie auch kacke. So plötzlich, ah, wir müssen nett sein. Und dann wieder so Mina, fest. Ich habe eine Festbrennweite. Ich kann nicht zoomen, leider. Tut mir leid. Musst du croppen.